Bergen der Eisenberge. Und unserem schwarzen Frontkämpfer, dem unvergleichlichen Tiffany. Und Synas. Und mir. Synas Fan. Zini. Naja. Ja, die Zwergen. Die Zwerge, die Eisenberge. Eine permanente Zauberkarte, die als Eretluin-Karte behandelt wird. Sie gibt allen Eisenberge-Monster 500 ATK, was die Belagerungswaffe aus dem letzten Video nochmal deutlich stärker macht. Und falls man ein oder mehrere Monster vom Typ Zwerg kontrolliert, vom Gegner zerstört werden, man kann ein Eisenberge-Monster vom Friedhof wählen und als Spezialbeschwörung beschwören. Wenn man sich erinnert, dass Eisenberge-Monster alle Synchro-Monster sind, also deutlich stärker als die normalen Karten, dann ist das schon nicht von Pappe. Du kannst diesen Effekt von Eisenberge nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, das ist egal. Du kannst diese offene Karte auf den Friedhof legen, dann beschwöre ein Eisenberge-Monster von deinem Friedhof als Spezialbeschwörung. Du kannst nur ein Eisenberge kontrollieren. Also pro Zug könnte man zwei Eisenberge-Monster recyceln. Aber auch so, 500 ATK-Boost, das ist nicht wenig. Zumindest die Balliste da hätte es sehr geholfen. Die hatte zwar schon mit 3100 ATK ziemlich viel, aber 3600 sind natürlich immer besser. Ne? Jo. Und noch eine permanente Fallenkarte. Ne. Erebor. Gilt nicht als Eretluin-Karte, warum auch immer. Und falls ein Eretluin oder ein Erebor Xyz-Monster für einen Effekt ein oder mehrere Xyz-Materialien abhängen muss, kannst du stattdessen 1000 Life-Points zahlen. Also wenn man Bombur noch auf dem Feld hat, geht man mit plus minus null raus. Falls ein oder mehrere Eretluin oder Erebor Xyz-Monster, die du kontrollierst, zerstört werden würde, du kannst stattdessen von jedem ein Xyz-Material abhängen. Okay, also hat noch einen sehr guten Grund, warum man Xyz-Materialien behalten sollte und stattdessen Lebenspunkte bezahlen sollte. Zum Beispiel für Bart, der hatte ja mit 1600 ATK hat der nicht gerade die besten Werte gehabt, aber so kann er sich zweimal schützen, wenn und man opfert halt 2000 Lebenspunkte für seine Effekte. Aber dann kann er halt was war nochmal der aktive Effekt, weißt du das noch? Warte kurz. Direkter Angriff. Nee, direkt angreifen war nochmal. Ich glaube, ziehen und Schaden machen nochmal. Also einmal ziehen beim Angriff, Lebenspunkte wiederherstellen hatte er und. Stimmt, dann waren es. Wenn er angreift, der darf zweimal pro Runde angreifen. Und man muss, wenn man ein Xyz-Material abhängt, darf man eine Karte ziehen. Und bekommt, ich glaube, 600 Lebenspunkte genau. Waren's, kriegt man zurück. Mit Erebor würde man also, kann man halt einfach Lebenspunkte bezahlen und zweimal kann Bart nicht zerstört werden. Das ist ziemlich stark. Falls diese Karte, die dir gehört, durch deinen Gegner zerstört wird, beschwöre ein Xyz-Monster vom Typ Zwerg von deinem Friedhof und hänge diese Karte als Xyz-Material an. Und man kann nur einen Erebor kontrollieren. Ja. Ist auch immer schön. Ja, Xyz-Monster wieder zu beleben und die direkt mit dem Xyz-Material auszustatten, wenn eine Karte eigentlich zerstört werden würde, ist sogar ziemlich stark. Geile Karte. Aber jetzt kommen wir zu den Eretluin. Und auch wenn das Bild aussieht wie ein Fan-Artwork, das ist aus dem Spiel Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2. Mit
Add-on ist es sogar das Spiel mit dem längsten Namen in westlichen Gefilden. Also ich meine damit Der Herr der Ringe, die Schlacht um Mittelerde 2, Aufstieg des Hexenkönigs. Es gibt in Japan oder so noch Spiele mit viel längeren Namen. Aber ja, da meint man allein der Titel, das wäre eine ganze Spielgeschichte. Naja, Eredluin, die Spielfeldzauberkarte. Ach so, das Artwork ist übrigens als Vorschaubild auf eine Mission. Ich meine, das wäre auch die Mission in Eredluin für die gute Seite, wenn man die gute Kampagne spielt. Naja. Effekt: Alle Eredluin-Monster, die du kontrollierst, können nicht verbannt werden. Okay, das ist zwar in den meisten Fällen egal, aber trotzdem gut. Du kannst ein Eredluin-Monster für ein Tribut weniger als Normalbeschwörung beschwören. Das heißt, man muss für die Zwerge kein Monster tributieren, wenn die sich mal nicht spezial beschwören können. Soll ja auch mal vorkommen. Und du kannst Eredluin-Fallenkarten von deiner Hand aktivieren. Also Fallenkarten werden wie Zauberkarten behandelt. Das ist auch sehr stark. Auch wenn jetzt der Erebor leider nicht dazu zählt. Den muss man trotzdem ersetzen. Aber wir haben noch einige andere sehr starke Karten. Ja. Ja. Fili! Ah, einer Naja. der Vetter von Thorin. Ja. Fili und Kili waren die Namen von denen, ne? Genau. Sind so die Ja. einzigen, die man so noch kennt. Ja. Naja. Die Allgemeineffekte werde ich nicht vorlesen. Dafür seht euch das erste Video an. Naja, Fili hat 2400 ATK, 2100 DF. Und falls der Gegner Monster mit 2000 oder mehr ATK kontrolliert, kann man ihn spezial beschwören. Und dann kann man ein Monster des Gegners wählen und die ATK und DF des gewählten Monsters halbieren. Diese Karte. Ah, diese Karte kann während jeder Battlephase bis zu zwei Angriffe gegen Monster durchführen. Okay. So viel das kann. Ja. Okay. Angriffsstark ist er eigentlich gar nicht mal so sehr. Da hatte Bali. Nee, Dvalin. Der konnte jedes Mal, wenn er ein Monster zerstört hat, konnte er ein weiteres Mal angreifen. Und bekam 200 ATK dazu, bis zum Ende der. Nein, das war noch ein anderer, aber War es der Dvalin, der falsche hat, Be Zweihundert? Dvalin war der mit 2500 ATK. Du meinst einen mit 2000 ATK. Ja, wir hatten so Und viele Zwerge, die heißen alle gleich. ja, wir haben ja schon im ersten Video gesagt, wir können uns nicht an die Namen der Monster halten, weil die Zwerge hören sich alle gleich an. Zumindest zwei oder drei von denen haben immer fast denselben Namen. Balin und Dvalin, Bifur, Bofur und Bombur, Kili und Fili. Ey, Eulen, Gloin, ja. Ori, Nori, Dori. Tori ist auch noch da. Ah. Der einzige, den man sich Wer. gut merken kann, ist Bilbo. Thorin. Ja, Thorin. Ja, aber wenn man sich schon auf die ATK-Werte von Monstern berufen muss, um sie zu unterscheiden, dann läuft irgendwas falsch. Naja, jedenfalls, Dvalin hatte 2500 ATK und jedes Mal, wenn er Monster zerstört hat, konnte der neu angreifen. Fili ist deshalb schwächer, weil er hat nur bis zu zwei Angriffe, auch nur gegen Monster. Und warum sollte man Monster zweimal angreifen wollen? Macht keinen Sinn. Naja, Warum? trotzdem. Wenn der Gegner zwei Monster auf dem Feld hast, du noch mehr Monster hast, dann kannst du mit ihm die zwei Monster zerstören und deine restlichen Monster direkt angreifen lassen. Ja, schon, aber gegen Dvalin, naja. Ja, okay. Also Fluch der Gier. Eine Eredluin-Fallenkarte.
Du kannst diese Karte nur aktivieren, falls du ein Monster vom Typ Zwerg kontrollierst und weniger Lebenspunkte als der Gegner hast. Falls du Kampf- oder Effektschaden bekommen würdest, dein Gegner erhält den gleichen Schaden, den du bekommst würdest, und im Anschluss bekommst du den Schaden. Das heißt also, wenn, sagen wir mal, beide haben nur noch 1000 Lebenspunkte, und jetzt macht der Gegner dir 1000 Effektschaden, du aktivierst Fluch der Gier, dein Gegner geht zuerst auf 0 Lebenspunkte, dadurch hat man gewonnen, weil der zweite Effekt oder der Schaden im Anschluss zu deinem gibt es ja nicht mehr, weil du hast schon gewonnen. Das ist also ziemlich stark. Ich meine, es kann duellentscheidend sein, sowas ist stark. Naja, du kannst einen Fluch der Gier pro Spielzug aktivieren, ja, das ist egal. Und man kann sie vom Friedhof verbannen und 1000 Lebenspunkte bezahlen und dann ein Zwergenmonster vom Friedhof spezial beschwören. Es kann allerdings nicht angreifen, seine Effekte annulliert und es wird während der Endphase zerstört. Und den Effekt kann man nur einmal pro Spielzug verwenden. Ich muss sagen, Recycling-Effekt oder so, ja. Der ist ziemlich kacke eigentlich, weil... Ja, nicht unbedingt. Naja, wir hatten ja schon Karten, Dori und auch Durin, der Unsterbliche. Okay, Durin ist jetzt als Ringkarte etwas blöd. Ja, ich hätte... Aber Dori, der hat genau den gleichen Effekt für alle Eredluin-Zwerge oder alle Eredluin-Monster und er kostet gar keine Lebenspunkte. Ja, ich schätze mal, die Karte ist dafür gedacht, wenn man jetzt Duri nicht hat, kann man die nutzen. Vor allem ist die Karte nicht so blöd, weil man immer noch Xyz-Monster damit beschwören kann. Man kann ja immer noch das Monster, was man geholt hat, als Xyz-Material verwenden. Ja, aber im Vergleich zu anderen Monstern ist oder anderen Karten, die wir schon gesehen haben, ist dieser Sekundäreffekt von Fluch der Gier halt schon schwächer. Ja, also ich hätte trotzdem ist der natürlich dafür gedacht. Ja, trotzdem ist der natürlich. Ich finde, es ist eine Karte, die man durchaus spielen kann. Man sollte sie spielen, ja. Gut. Garde der Eisenberge. Ebenfalls ein Stufe 7 Synchromonster. 2700 ATK, 2100 Verteidigung, muss zuerst als Synchro-Beschwörung beschworen werden und kann nicht als Ziel von Monstereffekten des Gegners wählen, solange noch andere Monster auf dem Feld, solange man noch andere Monster kontrolliert. So. Schick. Ja. Falls die Karte ein Monster deines Gegners zerstört, du hältst 1500 Lebenspunkte. Du hast recht, die Zwerge können recht wenig Lebenspunkte regenerieren. Ja. ja. Falls diese Karte zerstört und auf den Friedhof gelegt wird, man kann ein Eredluin-Monster vom Friedhof wählen und als Spezialbeschwörung beschwören. Der Effekt ist richtig stark. Das, was das Schöne ist, die Karte schließt sich selber nicht aus. Moment. Es ist die Garde der... Warum eigentlich Garde der Eisenberge? Obwohl, nee, Quatsch, das ist, das ist einer aus der Schlacht. Ja, das ist aus der Schlacht. Ja, weil der Erebor da im Hintergrund ist. Nee, ich das schon ist aus der Schlacht Erebor. Der 5 Jahren. Ja, gut. Aber selbst so, es gibt, ich habe ja schon mal im ersten Video gesagt, es gibt eine sehr starke Synchro- Karte von Thorin Eichenschild, die gilt immer noch als Eredluin-Karte. Okay. Und die könnte man eben auch wieder beschwören, so. Und auch Dori. Wobei, ich habe mir jetzt nicht den Effekt von dem durchgelesen. Könnte sein, dass ich hier Quatsch erzähle, aber ich glaube es eher weniger. Na dann, trotzdem starker Effekt. Gefolge von Thorin Eichenschild.
Ist ganz einfach, muss man nicht viel zu sagen. Das ist das andere Gänsefüßchen-Empfängermonster des Decks. Genau, es beschwört ein normales Monster vom Typ Zwergempfänger, Stufe 1 ATK0 DF900. Also für Stufe 7 Synchros wird diese, keine Ahnung, ist das eine Spielmarke dann oder Ja, was? ist dann eine Ja, Spielmarke. wird das halt benutzt und Sie ja. kann nicht als Exis-Material verwendet werden. Während deiner Main-Phase, du kannst 1000 Lebenspunkte zahlen oder ein Eridlun-Monster von deiner Hand abwerfen, um diese Karte von deinem Friedhof deiner Hand hinzuzufügen. Du kannst diesen Effekt von Gefolge von Thorin nur einmal pro Spielzug verwenden. Also einfach, damit man sich selber recyceln kann, um mehr Stufe 7 Synchromonster zu bekommen. Ja, Und ach da seht ihr so. jetzt auch mal alle Zwerge, die es so gibt bei Thorin. Ja, alle Zwerge in Thorins Gefolge. Die Gruppe zum Erebor war natürlich noch um zwei Leute größer, nämlich dem Meister, die Bilbo Beutling. Ja, der steht im Hintergrund. Und Mifrandir Gandalf, der Der gerade mal wieder weg ist. ist gerade mal wieder unterwegs. Weiß keiner so genau, wo der hin ist, aber ja. Man sollte übrigens noch sagen, das beschworene Monster kann nur für Synchromaterial von einem Eisenberg-Synchromonster genutzt werden und nur als Tribut oder als Tribut für ein Eredwin-Monster. Für nichts anderes. Also trotzdem eine Karte, wenn man die Stufe 7 Synchromonster haben möchte und mit denen sollte man spielen. Dann muss man natürlich auch Gefolge von Thorin Eichenschild im Deck haben. Mindestens zweimal, vielleicht sogar dreimal. Oder? Ja. Gut. Geheime Zwergentür, ebenfalls eine Fallenkarte, eine Eredluin-Fallenkarte, obwohl das ja eine Tür zu Moria war. Wähle Bella. Melon. Melone. Wähle bis zu zwei deiner verbannten Eredluin-Karten aus der geheime Zwergetür oder bis zu zwei verbannte Monster vom Typ Zwerg und füge sie der Hand hinzu. Während der Main-Phase, du kannst diese Karte von deinem Friedhof verbannen, dann bekommst du für den Rest des Spielzugs keinen Kampf- oder Effektschaden, solange du mindestens eine Eredluin-Karte behandelst. Kontrollierst. Kontrollierst, Ja. behandelst, ja. Ja, was soll man sagen? Einfach eine sehr starke Recycling- und Schutzkarte. Ja. Also spielen auf jeden Fall. Gloin, der Zwergenfürst, der übrigens auch die Expedition finanziert hat, weil er war der einzige wirklich wohlhabende Zwerg noch. Selbst der Königssohn Thorin Eichenschild hatte nicht annähernd so viel Geld wie Gloin. Und Gloin ist auch Gimlis Vater. Also der Gimli aus den Herr der Ringe-Filmen. Ja, hat 1900 ATK, 2600 DF, also genauso viel Verteidigung wie Bombur. Der steckte doch nie in einem Fass und Nein, der nicht. komisch. Komisch, komisch. Naja. Ah, der hat sich das alles gekauft. wenn der Gegner ein Monster kontrolliert, kann man ihn spezial beschwören und von der Hand spezial beschwören. Und wenn er so spezial beschworen wird, dann bleiben bis zum Ende des Spielzugs alle Eredluin-Monster von Falleneffekten des Gegners unberührt. Okay. Falls diese Karte ein Monster deines Gegners zerstört oder deinem Gegner Kampfschaden zufügt, du kannst ein Eridluin-Monster von deinem Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Was natürlich super ist. Vor allem, da das Monster dann in der Battlephase beschworen wird, kann es die Battlephase selber auch nutzen und angreifen. Oh, wenn man dann Dwalin beschwört. Ja, Oha. eben. Also der kann im ersten Zug zum Beispiel, oder so gesehen, im zweiten Zug kann er ein Board aufbauen.
sehr schöne Karte. Ja. Khazad-dûm oder Moria, wie es später genannt wird. Eine permanente Fallenkarte, die als Ereduin-Karte behandelt wird. Und den Effekt hat, alle Zwerge, die man kontrolliert, bleiben von Falleneffekten des Gegners unberührt. Falls die Karte zerstört wird, kann man stattdessen einen Zwerg als Tribut anbieten oder einen Zwerg vom Friedhof verbannen. Man kann nur einen Khazad-dûm kontrollieren, ja, pff, egal. Während der Main Phase, außer während des Spielzugs, in dem diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, man kann diese und eine andere Ereduin-Karte vom Friedhof verbannen und dann ein Ereduin oder Erebor Xyz oder Eisenberge Synchro-Monster vom Deck als Spezialbeschwörung beschwören. Vom Extra-Deck. Spezialbeschwören. Die Spezialbeschwörung wird als Xyz bzw. Synchro-Beschwörung behandelt. Während der Endphase wird das Monster zerstört und du verlierst Lebenspunkte in Höhe der Grundartika des Monsters. Was also bedeutet dieser zweite Effekt? Das ist so ein Effekt, man sollte entweder einen Finisher haben, oder aber man benutzt ein Synchro- bzw. Xyz-Monster, um ein neues Xyz-Monster zu erschaffen. Nee, zum Beispiel. Um Durin zu beschwören. Oder so. Wobei, wenn man einen der Stufe 6 Zwerge oder auch. Nee, Quatsch, man muss ja vom Extra-Deck. Ja. Also am besten für Durin, den Unsterblichen, nutzen. Einfach damit die Karte nicht zerstört wird. Ergo kriegt ihr nicht die Hälfte, kriegt ihr nicht die Artika als Schaden. Genau. Aber ansonsten, dass die. Somit ist eigentlich der beste Effekt, dass Zwerge von Falleneffekten unberührt bleiben. Ja, ist ganz nett, aber jetzt auch nicht so das Stärkste. Was ich mich nur bei der Karte frage, ist, wann sah Moria so aus? Oder Khazad-dûm? Bevor es von den Orks eingenommen wurde. Ah, und da waren sie eine McDonald's-Filiale. Ja komm, das in der Mitte, das ist definitiv das große McDonald's-M. Da kannst du jetzt nichts gegen sagen. Da ist auch ein McDonald's. Die wahren Bösewichte Mittelerdes, McDonald's. Ja, die haben überall ihre Filialen. Okay. Ist Khazad-dûm eine Karte, die du verwenden würdest? Ja. Einfach, ich glaube, es ist einfacher, dann Durin, den Unsterblichen, zu bekommen. Ein wenig einfacher. Ich weiß nicht. Aber ich glaube, es wäre eine schwierige Entscheidung, musste ich ehrlich sagen. Ja, wenn ich noch, wobei selbst wenn ich das Deck noch irgendwie voll bekommen würde, wollen würde, ich glaube, da gäbe es Besseres als Khazad-dûm. Ja. Naja. Kili! Ah. Der andere Vetter von Thorin. Ja, und Bruder von Fili, ne? Ja. Ja. 2100 ATK, 2400 DF. Und, ich meine, jedenfalls wären die Brüder. Falls der Gegner ein Monster mit 2000 oder mehr Verteilung kontrolliert, kann man ihn von der Hand spezial beschwören. Und wenn er so spezial beschworen wird, kann man eine Zauber- oder Fallenkarte wählen, die der Gegner kontrolliert und sie verbannen. Okay. Das ist jetzt schon ein bisschen doof, weil die wenigsten Monster kommen über 2000 Verteidigung. Selbst hochstufige Monster, die sich nicht auf Verteidigung spezialisieren. Wobei hier in den Herr der Ringe-Decks ist das schon öfter der Fall, ja. Na, vor allem, es werden ja nicht als Grundverteidigung vorausgesetzt. Es gibt ja viele Karten, die Angriff und Verteidigung hochbringen. Ja. Und dann kommen Monster auch öfter mal auf über 2000. Von daher, ja. Naja,
Er fügt Durchschlagen Kampfschaden zu und wenn er ein Monster in Verteidigungsposition angreift, bekommt er während der Schadensberechnung 700 ATK, also 2800 ATK dann, was ziemlich ordentlich ist. Ja, also ich würde nicht spielen. Diese Stufe 6 Zwerge sollte man sowieso alle spielen, weil sonst hat man nicht genug Zwerge im Deck. Und die letzte Karte für heute, König Dain von den Eisenbergen. Und mal wieder ist das zweite Video das kürzeste wahrscheinlich. Naja, 3300 ATK, 2900 DF, ein Stufe 10 Synchromonster. Und er hat ein Kampfschwein. Yeah! Oink, oink. Mensch! Er hat Bacon dabei! Bacon! Nach einer Schlacht wird dem Schwein die Haut vom Körper gezogen, wird Feuer gehangen oder wird gegessen. Ja, wenn er synchro beschworen wurde, kann man eine Karte des Gegners wählen und sie ins Deck zurückmischen. Die Kontrolle von König Dain kann nicht wechseln. Er kann nicht als Ziel von Karteneffekten des Gegners gewählt werden, solange man andere Eisenbergemonster kontrolliert und alle Eisenbergemonster, die man kontrolliert, erhalten 500 ATK und können einmal pro Spielzug nicht durch Kampf oder Karteneffekt zerstört werden. Das ist super. Ja, also spielt ihn. Auf jeden Fall. König Dain hat 3800 effektive ATK. Also, geile also. Karte. Stimmt, ja. Er ist ebenfalls ein Eisenberge. Ja, aber, Ah, nee, das war der andere Effekt. Quatsch. Vergiss es. Ja, okay. Ja, und nächstes Mal geht's dann weiter mit der königlichen Garde des Erebors. Bis dahin, Gruß, Zynas Fan. Ciao.